Stephanie? Okay, ich muss Shirin in Sicherheit bringen. In diesem Zustand ist Kaspar alles zuzutrauen. Okay, Kaspar müsste eigentlich bei der Arbeit sein. Deshalb will ich nur schnell meine Sachen holen und Kaspar danach nie wiedersehen. Er hat mich gestern so brutal festgehalten, dass mein Handgelenk immer noch schmerzt. Mit so jemandem kann ich nicht zusammen sein. Sicherheit bringen. In diesem Zustand ist Kaspar alles zuzutrauen. Willst du den selber tragen, den Rucksack, oder soll ich den tragen? Willst du den tragen? Du bist schon ein großes Mädchen, oder? Komm. Ja, los. Toll machst du das. Falsch rum. Und zack. Ist nicht so schlimm. Komm, ich trage dich. Hoppa. Nicht so. Alles ist gut, okay? Komm alleine. Willst du alleine gehen, okay? Schlafen, als du bei uns in der WG warst? Warte kurz, bitte. Wir reden gleich, okay? Leo, guck mal her. Bitte sag mir, was los ist. Zuerst tauchst du in der WG auf, mitten in der Nacht, völlig aufgebracht, mit einer schlechten Ausrede. Und dann morgens haust du einfach direkt ab, ohne irgendwas zu sagen. Ich mache mir Sorgen. Markus, ist was Schlimmes passiert. Was? Kaspar hat mich wirklich krass bedroht. Er hat mich am Handgelenk gebacken. Das tut heute immer noch weh. Ich war vorhin nur kurz in seiner Wohnung und wollte Sachen rausholen. Und dann war alles komplett verwüstet. Ich habe ihn nur schon hingepackt und habe sie in die Kita gebracht, damit ich sie dann nicht mit diesem Typen alleine lasse. Mann, warum habe ich den nicht geklaut? Nein, Maus, bitte mach dir keinen Vorwurf. Okay, du kannst gar nichts für. Ich wusste, dass ein Monster ist. Du musst jetzt dich beruhigen. Ist unberechenbar, das ist ein Monster, wirklich, das ist... Warum habe ich das nicht gesehen? Warum? Das hast du mir nicht früher gesagt, ich hätte dir geholfen, ich werde... Monster und was geht's denn? Dein Bruder ist einfach psychisch krank. Alice, hör mir bitte gut zu jetzt, okay? Dein Bruder hat krasse Wutanfälle. Und... Ich muss euch ehrlich gestehen, so langsam glaube ich jedes einzelne Wort, was dieser Männer mir über ihn gesagt hat. Alles, was er mir gezeigt hat, das war, Kaspar ist gewalttätig. Übertreibst du ein bisschen? Ich übertreibe nicht. Ich übertreibe ganz und gar nicht. Oh Gott, ich muss mich von ihm trennen. Ich muss mich von ihm trennen und Alice, du musst mir glauben. Ich brauche jetzt deine Unterstützung, okay? Ich brauche dich jetzt. Wir müssen die Kleine irgendwie in deine Obhut bringen oder zu mir. Ich weiß nicht, aber wir können sie auf gar keinen Fall bei ihm alleine lassen, okay? Hast du das verstanden? Nicht so richtig irgendwie. Mann, Alice, er ist handgreiflich, okay? Er hat mein Handgelenk gepackt, er hat mich angeschrien, beleidigt, er hat mir wehgetan. Verstehst du das nicht? Alice, komm schon, du musst ihr glauben. Siehst du nicht, wie es ihr geht? Okay. Ja, aber es ist mein Bruder. Er ist dein Bruder, okay, aber er ist unberechenbar. Okay,
Als er diesen Wutausbruch hatte, es war ihm scheißegal, dass seine kleine Tochter im Nebenzimmer liegt und schläft. Shirin hätte die ganze Zeit aufwachen können. Sie hätte das alles mitbekommen können. Verstehst du das? So langsam habe ich Angst, dass er auch ihr gegenüber die Fassung verliert. Und wenn Shirin nur irgendeine Kleinigkeit passiert, dann... Schau mal, das ist seine Tochter. Er würde doch niemals seine Tochter angreifen. Das ist dein Bruder. Okay, sei... Okay, es bringt nichts. Ich muss hier raus. Ich muss mir einen Plan machen, wie ich irgendwie Shirin retten kann. Und ich kann heute auch nicht arbeiten. Und es ist mir auch egal, ob du das gerade verstehst oder nicht. Aber doch, ich muss... Ich verstehe es, aber... Alice, ich habe auch genug Überstunden. Ich gehe mit Leonie. Es tut mir leid. Komm, wir gehen. Geht's wieder? Ja, die Kleine ist gerade eingeschlafen. Ich bin so froh, dass die Erzieherin mich in der Kita direkt erkannt haben, dass ich Shirin da einfach so abholen konnte. Ich hoffe einfach nur, dass Shirin von diesem ganzen Drama gestern Abend und auch heute Morgen nichts mitbekommen hat. Kinder sind so feinfühlig, Paco, sie... Ich muss Shirin für ihren gewalttätigen Vater beschützen. Ja, lieber, aber wie willst du das machen? Ich meine, ja, der ist gewalttätig, der ist ein Arschloch. Aber der Kleine gegenüber war ja noch nie aggressiv, oder? Bitte, setz dich. Ich mache mir Sorgen um dich. Du musst was essen. Ich kann jetzt aber nichts essen. Bei Typen wie Kaspar, da kannst du dir nie zu 1000% sicher sein, was als nächstes passiert. Ich fühle mich einfach verantwortlich für die Kleine. Ich weiß, sie ist nicht mein eigenes Kind, aber ich liebe sie mittlerweile so, als wäre sie meine eigene Tochter. Und wenn Kaspar ihr nur irgendetwas... antun würde. Ich weiß nicht, was ich tun würde. Ich habe keine Ahnung, zu was ich dann imstande bin. Ich weiß, es ist keine Lösung jetzt für immer, dass ich Shirin hier einfach so, mal so eben herhole, aber nach gestern Abend, Kaspar macht mir Angst, ihn heute am Morgen so komplett besoffen in seiner Wohnung zu sehen und die Kleine liegt da im Nebenzimmer. Ich muss Shirin beschützen. Leonie? Ist Leonie hier? Okay. Nee, die ist nicht da. Die hat sich krank gemeldet. Hat sich krank gemeldet? Ja, wegen dir. Wegen mir hat sie sich krank gemeldet? Ja, komm, ich hab Kunden da. Ich wollte immer mit dir reden. Ich hab dich auch angerufen. Warum bist du nicht dran gegangen? Ja, weil ich einen anstrengenden Tag hatte. Ich hatte keine Zeit. Ich weiß gar nicht, wie ich es fragen soll, aber hast du Leonie Gewalt angetan? Ich so? Die hat erzählt, dass du randaliert hast und sie brutal am Handgelenk gegriffen hast und irgendwie ausgerastet bist. Hey, vollkommener Quatsch. Ja, wir hatten einen Streit. Ja, und ich bin ein bisschen lauter geworden. Aber du weißt doch selber, ich würde dir niemals Gewalt antun. Was erzählt ihr dir so eine Scheiße? Ja, aber ist alles in Ordnung bei euch? Weil was denn? Klar ist alles in Ordnung bei uns. Ja, aber warum erzählt sie mir dann, dass ihr irgendwie, dass sie sich von ihr trennen will, dass sie Therapie machen will, dass sie Shirin fortgeben muss und so eine Sache? Da kann ja irgendwas nicht was, stimmen. Was? Die will mich verlassen? Und die will mich Shirin wegnehmen? Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Die will was? Was will denn diese dämliche F***e von mir? Das kann ja wohl nicht angehen. Ja, wie? Ich soll nach unten gehen. Nee, ich geh nicht nach unten. Ist die verrückt oder was? Geh nach unten, hast du verstanden? Es tut mir furchtbar, furchtbar leid. Ich bin gleich noch mal für Sie da, ja? Kleiner Moment. Ich glaube, ich bin momentan wirklich die Einzige, die Kaspar irgendwie dazu überreden kann, sich professionelle Hilfe zu suchen. Mittlerweile müsste er ausgenüchtert sein. Ich werde ihn jetzt anrufen. Ich werde Kaspar sagen, dass seine Tochter hier bei mir ist, dass es ihr gut geht und dass ich dringend mit ihm reden muss. Und dann versuche ich irgendwie bei ihm durchzudringen, dass er endlich diese Scheißtherapie anfängt. Leo, warte, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich habe keine andere Wahl. Er muss diese Therapie machen. Für sich selbst, aber vor allem für Shirin. Was mit mir los ist? Ja. Sie will mich verlassen und meine Tochter wegnehmen. Was mit mir los ist? Halt dich doch verdammt nochmal raus! Ja.
Spinnst du? Die will mir Shirin wegnehmen! Hey, alles gut, ja? Ah, ist Shirin bei dir? Okay. Ich bin gerade im Laden. Ich beeile mich. Ja, ich bin gleich bei dir. Okay. Bis gleich. Ciao. Leonie will mich verlassen und mir meine Tochter wegnehmen? Die kann was erleben. Lass ihn bitte nicht rein, bitte. Wir können das irgendwie anders regeln. Okay. Vertrau mir, alleine, ich habe das hier, Leonie. Vertrau mir jetzt einfach, bitte. Kaspar, komm rein. Wo ist Shirin? Shirin ist in ihrem Zimmer. Sie hat gerade einen kleinen Mittagsschlaf gemacht. Ihr geht's gut. Sie guckt ihre Lieblingsserie auf dem Tablet. Kaspar, ich muss mit dir reden. Wir müssen mal reden. In Ruhe. Unter vier Augen. Ja, unter vier Augen, ich am besten in meinem Zimmer. Leonie, ich werde dich nicht alleine lassen. Ach, okay. Nicht mit jetzt ihm. Einfach bitte zu Shirin. Nehme ich jetzt meine Tochter, okay. Bitte zu Shirin. Nein. Wir reden in meinem Zimmer, komm, bitte, es ist mir wichtig, Kaspar. Leonie, bitte nicht, du darfst nicht alleine mit ihm bleiben. Jetzt. Könnt ihr euch jetzt mal. Und ich bin immer hier, ruf mich, wenn irgendwas ist. Ich muss mit dir über gestern Abend reden. Kaspar, du hast mir Angst gemacht. Du hast mir körperlich wehgetan. Siehst du das? Und mein Handgelenk, das tut mir immer noch weh. Leonie, was soll ich sagen? Es tut mir leid. Aber du hast mich wieder mal betrogen. Du hast meiner Ex mehr Glauben geschenkt als mir. Und sowas verletzt mich. Und dann bin ich einfach über die Stränge hinausgeschlagen. Ich wollte dir nicht wehtun, das weißt du. Das tut mir leid. Aber ich verspreche dir, das kommt nicht mehr vor. Okay? Schatz, ich liebe dich. Kann man nicht einfach... Du verstehst mich nicht. Du verstehst es nicht. Du hast mir Angst gemacht. Wäre ich nicht geflüchtet, wer weiß, was du da noch alles mit mir angestellt hättest, Kaspar. Was ich noch alles mit dir angestellt? Okay, dass du mich geschlagen hast, ist ja die eine Sache. Aber die andere Sache ist, dass es dich ein Dreck interessiert, dass es deine kleine Tochter im Nebenzimmer lag in ihrem Bettchen und alles mitbekommen könnte. Das ist mir garantiert kein Dreck. Was erzählst du da für eine Scheiße, Leonie? Okay, deine Stimmungsschwankungen, die kenne ich ja mittlerweile, aber das gestern, diese Wut in deinen Augen, das war beängstigend. Okay, was willst du mir jetzt sagen? Worüber willst du mit mir reden? Was ist hier jetzt gerade? Ich will dir damit sagen, Kaspar, dass du ein ernsthaftes Aggressionsproblem hast. So kann ich nicht weiter mit dir zusammen sein. Das will ich nicht. Und du, bitte, du musst dir Hilfe suchen. Auch für Shirin nicht. Ich hatte wirklich Angst um sie, dass du vielleicht ihr... Du musst eine Therapie machen. Willst du mich verarschen? Ich flehe dich an. Leonie, willst du mich verarschen? Ich würde meiner Tochter nie irgendetwas zuleide tun. Und das weißt du auch, verdammt nochmal. Wieso wirfst du mir jetzt sowas wieder vor, hä? Nein, bitte, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir wollen alle nur das Beste für Shirin. Wir wollen wirklich. Und deshalb glaube ich, dass das Beste in dieser Situation ist, dass Shirin erstmal bei mir bleibt oder bei Alice, solange du dich nicht im Griff hast. Willst du meine Tochter weg? Leonie, bist du noch ganz dicht? Du willst meine Tochter. Ich will jetzt zu Shirin. Hey, Kaspar, nein. Warte. Hä? Was hast du hier angetan? Scheiß Galileo! Versuch zu atmen, okay? Rede mit mir! Wie sollen dir Hilfe? Nein, ich brauch keinen Arzt, okay? Das geht gleich wieder, es geht schon. Ich kann nicht anders, ich schlag ihm jetzt die Fresse. Chico, hör auf jetzt! Nein, du bleibst jetzt hier. Wir brauchen dich hier. Bitte. Bitte, Chico. Du machst es noch viel schlimmer. Leonie, aber er hat es doch verdient, Mann. Komm, aus dem Grund zeigen wir ihn an. Dieses Schwein gehört angezeigt. Auf jeden Fall. Aber ich kann ihn unfähig machen. Ich schwöre. Chico! Nein! Also, Chico! Es wird schon. Ich bin bei dir. Wir sind hier. Alles gut. Du bist nicht alleine. Es ist nur Alice. Was ist passiert?
was passiert Mama, ist. Kasper hier? Alice. Dein Bruder hat Leonie in den Bauch geschlagen. Nein. Leonie, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich hab's nicht gesehen. Er war vorhin im Brautmondland und er ist so krass ausgerastet. Und ich hab ihn noch nie so gesehen. Es tut mir so leid. Ich habe ihn noch nie so gesehen, wirklich. Bitte, glaub mir nur einfach, okay? Glaub mir bitte und hilf mir. Es tut mir so leid, dass ich es nicht geglaubt habe. Ich meine, er ist mein Bruder und ich liebe ihn, aber das... Nicht. Leonie. Ich werde dir helfen, Sherina rauszuholen. Solange Kasper so krank und aggressiv ist, kann die Kleine nicht bei ihm bleiben. Er muss erst Therapie machen. Du musst an dir arbeiten, für Shirin, für deine Tochter, wirklich. Ja, wir sind, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was hast du hier für eine Scheiße erzählt, dass meine eigene Schwester mich jetzt hier auch noch gegen mich wendet? Du kommst in meine Wohnung und machst mir hier eine Ansage? Du wendest dich jetzt auch noch gegen mich? Ich wende mich nicht gegen mich, ich liebe dich, Bruderherz. Ich will dir einfach nur helfen, wirklich. Wir wollen dir helfen. Wir wollen einfach nur erst mal spielen und gucken, ob es dir gut geht. Okay, darf ich die anderen bitte ganz kurz? Nein, das und ich. Keiner von euch kommt auch nur in die Nähe von meiner Tochter. Ihr wollt reden? Redet. Nichts? Bitte. Keiner von euch zu Shirin. Du wolltest sie mitnehmen. So sieht's nämlich aus. Das ist gut. Beruhig dich bitte. Ich beruhig dich, okay? Scheiße. Komm, jetzt ist er noch aggressiver. Jetzt, wenn er seine Wut an Shirin auslässt, Mann, ich weiß nicht, was ich dann... Dann kann er gar nichts machen. Ich schlag zu. Der wird noch aggressiver, dann okay, wir machen nur noch wütender. Okay, nein, hallo. Konzentriert euch jetzt, wir müssen jetzt einen klaren Gedanken fassen, okay? Wir brauchen jetzt einen Plan. Ja, sag was. Ich gehe zur Polizei. Jetzt in dieser Sekunde, ich werde jetzt zur Polizei gehen und ihn dafür anzeigen, dass er mich geschlagen hat. Doch, das ist das einzig Richtige und das ist die einzige Lösung, damit ich Shirin retten kann. Verstehst du das nicht? Alles gut, das verstehe ich, aber ich muss... Danach mal gucken. Okay, ganz ruhig. Ich weiß, jetzt ist dein Bruder, du brauchst mich immer unterstützen. Okay, du brauchst nichts tun. Ich werde zur Polizei gehen. Komm mit. Chico kommt mit. Und dann werde ich ihn anzeigen, okay? Und ich werde nicht zulassen, dass dieser Psycho da drin, Shirin, nur ein Haar kommt, okay? Das verspreche ich dir. Stanley, ich sag's dir ein letztes Mal. Wenn diese scheiß Anzeige zurückkommt, ich schwör dir, du wirst es bereuen. Was zum Scheiß?